Nordkorea hat nach eigenen Angaben seinen ersten Spionagesatelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Die Trägerrakete sei am Dienstag abgehoben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf die nordkoreanische Raumfahrtbehörde. 12 Minuten später sei sie in die Erdumlaufbahn eingetreten. Man werde bald weitere Spionagesatelliten starten, um die Überwachung von Südkorea und anderen Regionen sicherzustellen, hieß es. Die Behörden in Südkorea und Japan bestätigten zunächst nicht, dass ein Satellit in die Erdumlaufbahn gelangt sei. Die USA verurteilten den Start als Bruch von UN-Resolutionen. Nordkorea hatte Japan davon in Kenntnis gesetzt, dass es zwischen Mittwoch und Anfang Dezember einen Satellitenstart plane. 2 vorherige Versuche waren nach nordkoreanischen Angaben gescheitert. Nordkoreas Raketentests haben die Spannungen in der Region erhöht.